Wunderschönen guten Abend. Wir wollen uns heute etwas anschauen, und zwar gibt es im Internet, haben wir gesagt, IP-Adressen, gell? Und IP-Adressen sind feine Sachen, gell? Also die sind nützlich, weil durch kann man dann den Netzwerkverkehr durch die Netze schicken und routen, gell? Aber das mit den IP-Adressen, das hat so einen Haken, und zwar gelten wir Humane, gell? Also ja, älter oder weniger älter, gell? Und sind diese numerischen Dinge manchmal so, ja, etwas nicht so toll, gell? Also wenn wir jetzt einen Rechner identifizieren möchten und wir müssten da sagen, ja, 213.88.109.13, gell? Und der andere, ja, okay. Also stellt euch mal vor, wir hätten ein Internet, alles nur mit IP-Adressen, gell? Und das ist nicht so super, gell? Und da haben sie schon sehr früh, gell, gedacht, naja, das müssen wir lösen, gell, weil als sie nur 4 Rechner hatten, gell, am Anfang vor 50 Jahren, gell, da war das Problem nicht so relevant, gell, aber es ist dann gewachsen, gell, und da haben wir dann 4 gehabt und dann haben wir ein paar 100 gehabt und dann waren es ein paar 1000, gell, und dann waren es Millionen und Millionen und viele hunderte Millionen von irgendwelchen Servern, die dann erreichbar waren, und auf jedem Server war dann nicht ein Dienst, sondern viele Sachen drauf, gell? Und dann ist dieses Web gekommen, und da hat es diese Seiten gegeben, und diese neuen Seiten wollte man irgendwo dann auch benennen, gell? Und da sind die Namen immer wichtiger geworden, gell? Also nicht nur die Zahlen, also die IP-Adresse, sondern auch die Namen. Und jetzt haben wir ein Problem, weil die Namen, die sagen uns etwas, gell? Aber die IP-Adressen natürlich den Rechnern, gell? Im Netz. Und da gibt es dann eine Beziehung, und das sind diese Domain Names, gell? Und da gibt es dann auch die Namen vergeben, gell? Also, und die da bestimmte Top-Level-Domains versorgen. Und dann gibt es die das als Beruf machen, diese Register, gell? Und so weiter, gell? Also das ist eine Welt für sich, gell? Und und wenn ihr dann eben einen Namen für euch reservieren wollt, dann müsst ihr jemanden geben, der dann eben das für euch machen kann, gell? Also wir gehen nicht nach Amerika oder machen das dort, sondern wir machen das irgendwo, wir könnten es auch in Amerika machen, gell? Das ist dann egal, wo wir es machen. Auf jeden Fall bekommen wir dann einen Namen. Und dieser Name, der muss dann irgendwo übersetzt werden. Und zwar bei jedem Zugriff aufs Netz, wo wir einen Domainnamen dann eben verwenden, muss der dann übersetzt werden in eine IP-Adresse. Und das macht nicht das Netz auf unterer Ebene selber, gell? Weil auf unterer Ebene will es Adressen, gell? Auf unterer Ebene, da Level 3 oder so, gell? Dort da haben wir Adressen, dort haben wir nicht Namen, gell? Dort können wir mit den Namen nichts machen. Das ist ein Problem, das müssen wir in der Anwendung lösen, gell? Und weil ja nicht jeder auf der Welt, gell, die ganze Liste aller Namen hat, gell, das wäre ja, oje, gell, das wäre eine Riesenarbeit, gell, das ginge nicht, gell. Also, da gibt es so etwas, das heißt man DNS, gell. Das gab es am Anfang nicht, gell, am Anfang hat man das ganz einfach gemacht, gehen wir mal schauen, da hat man dann einfach eine Hostdatei gemacht, gell, etc. Host, da hat man es dann hineingeschrieben, gell, da hat man dann gesagt, aha, also da gibt es einen Rechner, der hat eine Adresse und einen Namen, gell? Also der heißt Localhost, so wie jeder heißt Localhost. Und der heißt nicht nur Localhost, der heißt auch HP Schleppi, gell? Okay. Der hat also 2 Namen, gell? Und ja, ich könnte die Liste länger machen, gell? Also ich könnte fürs ganze Internet aufschreiben, welche IP-Adresse welcher Server hat. Kann ich machen. Dann habe ich es bei mir auf dem Rechner. Dann bin ich beim Nachschauen schneller, gell? Okay, das könnte ich schon machen. Das hat man in der Anfangszeit auch so gemacht, gell? Also in der Anfangszeit, als es kein gemeinsames Namenssystem gegeben hat, um da Namen abzufragen, hat man sich einfach diese Listen ausgetauscht, gell? Also ist man einfach hergegangen und hat dann Orte gewusst, Server, wo man das holen konnte, und hat man es halt runtergeholt und halt wieder hineinkopiert in die eigene Maschine, und dann war man wieder aktuell, gell? Und ja, war lustig, gell? Okay, auf jeden Fall macht man das heute nicht mehr so, das macht man heute mit diesem DNS-System, gell? Also für die Namensauflösung, gell? Also DNS. Und dieses Domain-Name-System da,
zur Namensauflösung, gell? Das ist ein Dienst, gell? Und das ist ein Dienst, der liegt oben, gell, im Application Layer in unserem Protokollstapel, gell? Und den können wir benutzen, diesen Dienst, gell? Und ja, wie können wir den denn benutzen? Können wir einfach fragen, gell? Also fragen wir mal, Name Server Lookup, fragen wir mal www.google.de zum Beispiel. Und wir bekommen eine Antwort, gell? Wir bekommen die Antwort, aha, www.google.de ist hinter dieser Adresse. Ja, schön, gell? Okay. Ja, wir könnten da auch ein anderes Programm nehmen, gell? Also da etwas Neueres ist zum Beispiel dieses Dick, gell? Das sagt uns auch ein bisschen mehr, gell, zu diesem Eintrag im DNS, gell? Okay. Ja, und das ist ja schön und nett, gell? Aber stellt sich auch mal vor, gell, das müsste man jedes Mal händisch machen, gell? Also wir wollen ins Internet gehen, gell? Also wir schreiben da was hinein, gell? Schreiben eine Adresse hinein, www.google.de, gell? Und dann würde uns der Browser sagen, ja, lieber Benutzer, gell? Schau mal bitte nach, was das ja, www.google.de für eine IP-Adresse hat, gell? Und dann sagt der Benutzer, wie, wo, was, gell? Und dann ist, ja, wäre nicht benutzerfreundlich, sagt dann jemand, gell? Also muss das der Programmierer machen, gell? Okay, also das, was Dick macht, gell? Oder das, was NS Lookup macht, gell? Das müssen wir auch in Programmen drin machen, gell? Also der Firefox, der muss das selber machen, der kann nicht den Benutzer fragen, gell? Ja, und da bekommt er etwas, er bekommt Instrumente zu dieser Namensabfrage, gell? Und zwar gibt es da etwas, das heißt get host by name, gell? So war und falsch, by name. So, get host by name, da gibt es eine ganze Familien von solchen Abfragen da, gell? Und ja, get host by name, das ist eine Funktion, gell? Und ja, es wird keine C-Funktion sein, sondern auch keine C++-Funktion. Wenn wir da mal suchen gehen, vielleicht findet man sogar, was das für eine Funktion ist, gell? Und ja, gell, konform zu. Und da steht es, gell? Also das ist Basics, gell? Okay. Basics 2.1 und dann nochmal Basics 2.8, gell? Das ist also eine Basics-Funktion, gell? Für systemnahe Programmierung, gell? Also nicht C, die Sprache selbst liefert es, sondern die Bibliotheken des Betriebssystems, gell? Also sowohl hier unter unserem Linux-System, gell? Also ja, auch bei Microsoft funktioniert es, dort gibt es auch eine solche Abfrage, gell? Okay. Ja, und das wollen wir heute machen, gell? Wir wollen also ein Programm schreiben, dem wir ja, einen ja, Domain-Name übergeben können, gell? Also einen Namen eines Rechners zum Beispiel, gell, im Netz, gell, oder einer Webseite oder so, das ist egal, halt etwas, was man mit DNS auflösen kann. Und wir wollen das, was jetzt im DNS darüber steht, dann ausgeben, gell? Okay, ich habe da schon ein bisschen Erfahrung, gell, habe ich gehört da mit dieser Abfrage da, was DNS halt so alles weiß, gell, und da kommen manchmal lustige Sachen heraus, gell? Okay, und das wollen wir jetzt programmieren, gell? Also nicht einfach nur benutzen, sondern selbst programmieren, gell? Und zwar mit get host by name. Viel Erfolg!